Der FC Bayern ist gewissermaßen der FC Deutschland. Deswegen sorgt ein Trainerwechsel beim Rekordmeister immer für Schlagzeilen. Der plötzliche Rauswurf von Julian Nagelsmann gilt sogar als Trainerbeben. Das soll heute sein Ende gefunden haben. Der neue Trainer Thomas Tuchel wurde präsentiert, begleitet von vielen schönen Worten und Vorschusslorbeeren. Nun muss er liefern. Also Gewinn am laufenden Band, doch die ersten Aufgaben werden schwer. Thomas Tuchel, der neue Hoffnungsträger für die Bayern. An sich steht der Verein gut da, aber für die eigenen Ansprüche nicht gut genug. Ein erfahrener Mann wie Tuchel kennt seine Aufgabe. Es geht ums Gewinnen. Es geht auch um die Art und Weise des Gewinnens, aber es geht ums Gewinnen. Somit sind die Verantwortung, die Verpflichtung ist klar. Es kann keine Missverständnisse geben. Ich glaube, dass der Kader dementsprechend zusammengestellt ist und es ist einer der talentiertesten und besten Kader in Europa aktuell. Schon vor Jahren standen Trainer und Verein in Kontakt. Damals zögerte Bayern aber zu lange. Nun erhält Tuchel einen Vertrag bis 2025. Schon am Montag wird er das Training leiten. Aber warum flog Julian Nagelsmann nun so plötzlich raus? Die Vereinsführung verweist auf die insgesamt schlechte Bilanz der letzten Zeit. Zu schlecht für den FC Bayern. Wir haben ja bis zur letzten, von der ersten bis zur letzten Minute, bis 23 Uhr am Sonntag an Julian geglaubt und an das Trainerteam geglaubt, und haben den unterstützt. Das muss man sagen auch, dass der Julian ein Top-Trainer ist. Und wir haben einen Top-Kader, aber wie ich schon gesagt habe, diese Konstellation zwischen Mannschaft und Trainer hat einfach nicht gepasst. Bei den Fans herrscht für den Trainerwechsel wenig Verständnis. An sich sollte Nagelsmann ja 5 Jahre lang in München bleiben. Ich kann es nicht wirklich nachvollziehen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Muss es irgendwas intern gewesen sein, weil wir noch in allen 3 Wettbewerben sportlich gut vertreten sind. Wir sind sowohl im DFB-Pokal als auch in der Champions League im Viertelfinale. Also ich kann es nicht verstehen. Für mich war es sehr überraschend. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Der Vorstand hat ja noch vor wenigen Wochen eigentlich den Trainer den Rücken gestärkt. Ich persönlich hätte mir jetzt nicht unbedingt Thomas Tuchel gewünscht. Ich bin enttäuscht. Meinetwegen können die alles verlieren jetzt. Ja, ich bin ein Bayern-Fan, durch und durch. Die ganzen Fans sagen das. Die ins Stadion gehen, zahlen einen Haufen Euronen, Eintrittsgelder. Und dann kommt sowas hier zustande. Ja, aber das sind eben die Bosse. Viel Zeit hat Tuchel nicht, um Wunder zu bewirken. In einer Woche spielt Bayern schon gegen Tabellenführer Dortmund, ebenfalls ein ehemaliger Tuchel-Verein. Eine mögliche Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.